Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Wir machen heute zusammen Mathematik. Wir sind in der Geometrie unterwegs und heute wollen wir Winkel messen, aber auch Winkel zeichnen. So, und erstmal vorweg, das ist überhaupt gar nicht schwierig. Man muss nur so ein paar Sachen beachten. Als allererstes haben wir irgendeinen Punkt. Nehmen wir den hier. Und den nennen wir Punkt S und S steht in dem Fall für Scheitelpunkt. Dann haben wir eine Halbgerade oder eben einen Scheitel. Halbgerade deswegen, es geht in einem Punkt los und geht dann unendlich in die andere Richtung. Und dann haben wir da irgendwie so noch einen zweiten Scheitel. Alles klar. So, und diese drei Sachen, nämlich also hier der Scheitelpunkt und die beiden Scheitel, die bilden zusammen hier einen Winkel. Und jetzt ist die Frage, wie groß ist der Winkel? Und das messen wir mit dem Geodreieck. Dafür nehmen wir unser Geodreieck, legen die 0 genau in den Scheitelpunkt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann das Lineal vom Geodreieck genau auf eine der beiden Halbgraden. Okay? Und jetzt messen wir gegen den Uhrzeigersinn. 10, 20 und in diesem Fall hier 25. Und dann sind das hier 25 Grad. Und schon haben wir unseren ersten Winkel gemessen. So funktioniert das. Wir fassen also zusammen. Es gibt einen Scheitelpunkt. Okay, es gibt zwei Schenkel oder Halbgraden, je nachdem. Und dann, ganz, ganz wichtig, messen wir gegen den Uhrzeigersinn. Alles klar? So, das ist alles. Und jetzt schauen wir uns mal zwei, drei Beispiele an. So, Beispiel 1. Also, ganz beliebig. So, hier ist der Scheitelpunkt und jetzt irgendwie so, zack. Und jetzt ist die Frage, wie groß ist der Winkel? Wie gehen wir vor? Geodreieck mit der 0 in den Scheitelpunkt. Das Lineal vom Geodreieck ganz genau anlegen und jetzt wieder gegen den Uhrzeigersinn. 10 Grad, 20 Grad, 30 Grad, 35, 36, 37 Grad. Dann sind das hier 37 Grad. Okay, so einfach ist das. Noch ein. So, wieder. Hier ist diesmal der Scheitelpunkt und machen wir noch ein bisschen größer. So, okay. Und jetzt wollen wir wieder messen. Also, die 0 in den Punkt, das Lineal ordentlich auflegen und dann 10, 20, 30, 40, 50 und oh, genau hinlegen. 53, 54, also 53,5 Grad. Also 53,5 Grad. So groß ist dieser Winkel. Okay, machen wir es ein bisschen schwieriger. Dieses Mal nehmen wir ein ganz beliebiges Dreieck. Also, ihr seht, ich werde es erstmal nicht messen. So. Und so. Okay. Hier ist unser Dreieck. Und ein Dreieck, das seht ihr schon mal, hat drei Ecken. Und dann wird es auch drei Winkel geben. Das Besondere beim Dreieck ist, dass es eine Winkelsumme von 180 Grad hat. Und zwar jedes Dreieck. Das heißt, wir wissen schon, die drei Winkel zusammen, die werden 180 Grad ergeben. Und wir können ja so ein Dreieck auch beschriften, das kennt ihr noch, ne? Die Eckpunkte, große Buchstaben, die Strecken, kleine Buchstaben, und zwar gegenüberliegend. Und dann haben wir noch die Winkel. Und den Winkel bei A, den nennen wir immer Alpha. Den Winkel bei B immer Beta. Und den Winkel bei C immer Gamma. Dann gibt es noch Delta und Epsilon. Nur damit ihr es mal gehört habt. So, und jetzt wollen wir wieder messen. So, und jetzt in die 0, alles klar, lineal anlegen, genauso wie gerade eben. Und jetzt wieder 10, 20, 30, 40, 45, 46, 47,
48, na, 48,5, machen wir 49 Grad. Also 49 Grad, also Alpha gleich 49 Grad. Jetzt kommt Beta. So, hier die 0 und ganz wichtig, die Winkel werden nach innen gemessen. Also 10, 20, 30, 40, ja, 45 Grad. Also sind Beta 45 Grad. 45 Grad. Würden wir jetzt, so wie gerade eben besprochen, den Winkel gegen den Uhrzeigersinn messen, dann wären wir ja hier bei 90, 110, 120, 130, 135 Grad. Dann hätten wir aber diesen äußeren Winkel gemessen und nicht den vom Dreieck. Okay, und jetzt haben wir ja gerade eben gesagt, dass die Winkelsumme von einem Dreieck 180 Grad ist. Und wenn wir jetzt 180 Grad hier minus, was sind das zusammen? 100, nee, gar nicht wahr. 90, 94 Grad, dann müsste man jetzt ja einfach nur rechnen. 180 minus 94. Und dann sollten da jetzt ja 86 Grad rauskommen. Schauen wir mal, ob das stimmt. Wir legen das Geodreieck an. So. So. Und 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Und ihr seht's, 86 Grad. Es funktioniert. Okay, also so können wir die Winkel in einem Dreieck messen. Jetzt noch ein paar Besonderheiten. Manchmal, da haben wir was Doofes. Und zwar sollen wir dann einen Winkel messen. Und das Ganze ist dann viel zu kurz. So sieht das dann aus. Ist nur ein Beispiel. Und wir sollen aber trotzdem den Winkel Alpha bestimmen. Und jetzt legt ihr das Geodreieck an, so wie ich es euch gerade gezeigt habe. Und jetzt merkt ihr, doof, man kann gar nichts erkennen. Dann nehmt ihr einfach diesen Strich oder diese Halbgerade oder in dem Fall hier eine Gerade und die verlängert ihr. Und dann könnt ihr das Ganze nämlich wieder messen. Also die 0 wieder in den Punkt, Lineal ausrichten und dann so. Schön ordentlich sehen wir 10, 20, 30, 40, 45 Grad. Aha, 45 Grad. Gut, dann haben wir das Ganze auch geschafft. Dieses Mal sollen wir 30 Grad zeichnen. Also 30 Grad. Gut, also ziehen wir einen Strich, einen Scheitelpunkt und jetzt 30 Grad. Da gibt es Variante 1. Und die nehmt ihr bitte, wenn ihr neu in dem Thema seid. Lineal anlegen und dann 10, 20, 30 hier einen Punkt machen und dann vom Scheitelpunkt durch den angezeichneten Punkt anzeichnen, durchziehen und dann sind das hier 30 Grad. Nochmal, dieses Mal machen wir mal 45 Grad. Also es gibt einen Scheitelpunkt und dann anlegen, 0, Lineal genau ausrichten und dann 10, 20, 30, 40, 45 und Strich ziehen. So kann man das machen und natürlich ist das richtig. Wie kann man das auch noch machen? Ich drehe das Lineal um und soll hier auch 30 Grad anzeichnen. Jetzt, dieses Mal, schiebe ich das Lineal hoch. 10, 20, 30. So, und dann seht ihr das hier, Nullpunkt, hier 30 Grad und dann kann ich hier sofort den Strich ziehen. Praktisch, oder? Hier nochmal. Also Lineal auf die 0 und dann hochschieben, bis ich meine 45 Grad habe. So, 45 Grad und dann kann ich sofort den Strich ziehen. Spart ein bisschen Zeit. Beide Wege sind absolut richtig. So, jetzt habt ihr gesehen, wie man Winkel zeichnen kann und wie man Winkel messen kann. Jetzt schauen wir uns noch eben ein paar Namen von besonderen Winkeln an. Zum Schluss machen wir noch eine kleine Übersicht. Also, fangen wir vorne an. Dieses hier, dieser Winkel, wenn er kleiner 90 Grad ist, dann nennen wir ihn spitzer Winkel. So. Spitzer Winkel.
also kleiner 90 Grad. Dann gibt es den rechten Winkel. Der sieht natürlich so aus. So und so. Und der hat genau 90 Grad. So, 90 Grad. Und den nennen wir dann rechter Winkel. Und den kann man natürlich mit dem Geodreieck besonders gut messen. Und zwar, indem man das Ganze umdreht. Oder natürlich auch so. Ne? Zack, 90 Grad. Okay, dann kommt als nächstes der stumpfe Winkel. Und der ist natürlich das Gegenteil von einem spitzen Winkel. Und zwar, wenn er über 90 Grad geht. Wie zum Beispiel hierhin. So, das nennen wir dann stumpfer Winkel. Stumpfer Winkel. Alles klar. Was gibt es noch? Da kann ich jetzt ein bisschen, was machen wir als nächstes hier? So, einen Winkel, der aussieht wie eine Gerade, aber hier in der Mitte, da ist der Scheitelpunkt und das nennen wir dann gestreckter Winkel. Na, gestreckter Winkel. So muss es natürlich sein. Also 180 Grad. Und ihr seht es schon, hier ist es von 0 bis 89 Grad. Hier ist es über 90 Grad. Hier sind es aber genau 90 Grad. Und hier sind es genau 180 Grad. Schreiben wir es noch mit hin. 180 Grad. Okay, gut. Und hier wäre natürlich auch Alpha. Alles klar. Zwei habe ich noch. Dann gibt es einen Winkel, da brauchen wir ein bisschen mehr Platz. Der ist kein spitzer Winkel und kein stumpfer Winkel. Und der geht über 180 Grad hinaus. Also Alpha ist dann etwas mehr oder eben viel mehr als 180 Grad. Und den nennen wir dann überstumpfer Winkel. Überstumpfer Winkel. Und zum Schluss, da gibt es noch etwas Einfaches. Und zwar, wenn wir einen Winkel haben, der 360 Grad ist, also wenn die beiden Scheitel oder die Halbgeraden aufeinander liegen, dann nennen wir das Ganze Vollwinkel. Vollwinkel. So, jetzt habt ihr alle sechs Namen gesehen, die man in diesem Zusammenhang mal gesehen hat. So, ich hoffe, ihr könnt jetzt einen Winkel messen. Ich hoffe, ihr könnt einen Winkel zeichnen und ihr habt gesehen, was der spitze Winkel, der stumpfe Winkel, der rechte Winkel, der gestreckte Winkel, der überstumpfe Winkel und der Vollwinkel ist. Okay, das war's. So, das Video ist zu Ende und wenn es gut gelaufen ist, dann hast du was gelernt. Und wenn du was gelernt hast, dann freut mich das und dich hoffentlich auch. Und wenn das so ist, dann lass mir doch ein Gefällt mir da. Da freue ich mich drüber, dann weiß ich, dass das Video gut ankommt. Und wenn es dir richtig gut gefällt, dann darfst du meinen Kanal natürlich auch gerne abonnieren. Auch das freut mich natürlich sehr. Und dann kannst du Teil von Team Schmidt, unserer Community hier werden. Und das ist hier wirklich richtig toll auf dem Kanal. Hier haben wir nämlich ganz wenig Knallköpfe und dafür ganz viele tolle, nette Kommentatoren, wo das Diskutieren auch richtig Spaß macht. Aber das sieht man ja auch unter den Kommentaren, beziehungsweise in den Kommentaren unter den Videos. Das wollte ich meinen. So, und wenn du mehr Hilfe brauchst, dann findest du alles schön ordentlich sortiert auf meiner Homepage www.lehrer-schmidt.de. Okay, so, das soll's von mir gewesen sein. Okay, das war's.